seid herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars auf dem Server craftgames.eu. Ich bin Team Orange und wir spielen die Map Mr. Morgame. Eine Map, das gar nicht nur auf craftgames gibt, so viel ich weiß. Und ja, mal gucken, was wir reißen können. Wir spielen das gerade das erste Mal auf craftgames und auch gerade das allererste Mal diese Map. Ist wirklich die allererste Aufnahme so. Und ich hoffe, die wird doch was. Ich werde sie sowieso hochladen, egal ob ich jetzt gewinne oder nicht. So, der Spawn finden wir auf jeden Fall schon mal hier hinten. Ach komm, und jetzt hat schon jemand unser Team geleftet. Ja gut. Achso, und das heißt übrigens Team Gold, nicht Orange. Okay, gut, das ist jetzt schon mal eine super geile Runde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade auch leften soll. Nein, ich glaube nicht. Okay, wir brauchen sicher noch ein bisschen mehr Bronze, würde ich sagen. Aber keine Ahnung, der jetzt gerade geleftet hat. Ich weiß nicht, was es da für ein Gut dazu gibt. Okay, also wir kaufen uns erstmal, Endstone. Jupp. Und bauen damit unser Bett mal ein. So, ich glaube 4 Stück reichen nicht ganz. Man kann sich daran bauen. Okay, das ist ein Baustand. Also ist jetzt dumm, wenn ich sogar gebaut habe, verdammt. Ich muss irgendwie, egal, ich kaufe mir dann später noch mal was, weil der baut sich jetzt immerhin schon mal in die Mitte. Ich glaube, ich gehe jetzt auch gar nicht in die Mitte, sondern ich hole mir einfach mal hier von ein bisschen, das kostet jetzt 8 Bronze, okay. Gut, der Shop ist eigentlich auch irgendwie ganz geil, weil dann es wird direkt immer gerade alles rausgezogen aus dem Inventar, was man halt verliert oder mit dem man halt bezahlen muss. Und ich möchte dann auch so ein bisschen alle die verschiedenen Minigames ausprobieren. Also nicht Minigames, sondern eher, ja, ich meine damit eigentlich, wie sagt man? Verdammt, ich bin dumm. die verschiedenen Rush-Versionen oder Bad-Wars-Versionen auf verschiedenen Servern. Denn es gibt mittlerweile echt, oh fuck. Ich bin gerade mit meinem Popschutz dran gekommen, zufällig, weil ich mich gerade hucht. So, Moment, passt alles, ja gut, Mikrofon passt wieder. Es gibt da echt viele Server, die Bad-Wars haben, oder, hat einfach eine Version von Rush oder so. Und die unterscheiden sich. Also ich meine, das Ziel ist ja immer das gleiche. Das Bett vom Lausack. Nice, okay. Das Ziel ist immer das gleiche, dass man irgendwie zu einem genischen Team geht und da den Respawn-Block abbaut. Das ist so das Ziel. Jeweils. Okay, das macht 7 Silber. Nice. Gut. Das ist dann immer ungefähr gleich. Wo es aber Unterschiede gibt, auch auf The Race zum Beispiel, wo ich auch ab und zu Bad Wars spiele, da hat man halt zum Beispiel einen anderen Shop oder man hat auch noch zusätzliche Items oder irgendwie. Ist dann einfach immer ganz geil, ich finde es echt gut gemacht von einzelnen Servern. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir reißen können. So, okay. Das Bett von Blau ist wie gesagt abgebaut. Und das heißt, okay, ich nehme jetzt doch auch noch eine Spitzhacke mal mit. Was die Kosten sind. Okay, 4 Bronze, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Was zu essen machen wir unbedingt noch? So, hier. Gut, sehr gut. Alles klar. Gut, die Blau hat auch nur noch 2 Mitglieder, weil da jemand gestorben ist von denen. Soll ich jetzt auf jeden Fall mal in die Mitte gehen? Weil da vorne ist ein Gegner. Ein Blau-Gegner. Ja, und der ist runter. Lol. Okay. So. Wie sieht's denn in der Mitte aus? Hier scheint es ja Gold zu geben, wahrscheinlich. Und da kommen gerade 2 Rote. Okay. Hi. Was geht? Gut, der ist mal weg. Der ist mal weg. Mundi rasiert. Ich hab keinen. Oh, jetzt ist mein Känguru, aber ich gerade erreicht. Was auch immer das ist. Okay, und der leckt. Egal. Wahrscheinlich erreicht man Känguru, wenn man ein bisschen gesprungen ist. Ah, shit, und der schmeißt mich runter. Das war schade. Aber ich denke, von Rot hätte ich auf jeden Fall das Bett abbauen können. Das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Und deshalb würde ich auch sagen, versuche ich es doch einfach nochmal. So, baue aber zuerst unser Bett nochmal fertig ein. Zum Glück hat mein Teammate noch nicht geleftet, das ist gut. So, okay, dann haben wir nochmal 16 Endstone. Damit dürfen wir das Bett auf jeden Fall gut einbauen können, sage ich mal. So, ich muss jetzt irgendwie so hochbauen, vielleicht gut, ich auch. So. Okay, ihr könnt mir auch übrigens mal noch in die Kommentare schreiben, Leute, auf was für Server man denn sonst noch Bad Wars mal spielen könnte. Ich möchte da echt so ein bisschen mehr Bad Wars bringen in nächster Zeit, auch weil es kommt ja sehr, sehr gut an bei euch, habe ich echt gemerkt. Nochmal vielen Dank für die ganzen Likes und den ganzen Support, den ihr immer wieder zu spüren ist auf den ganzen Folgen. Vielen, vielen Dank, wir erreichen zum Teil über 30 Likes, das ist einfach für meine Verhältnisse zum Teil
einfach richtig, richtig geil. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und das Ziel ist halt schon, dass wir ab und zu auch mal ein bisschen mehr Likes erhalten oder noch ein bisschen mehr Aufrufe. Weil, wenn ich so SG spiele oder irgendetwas anderes ans Bett war, gut, 100 Videoaufrufe. Ich bin damit echt zufrieden, das ist für mich viel. Dann spiele ich aber Bad Wars und da erreiche ich an 200 Videoaufrufe. Und das bei 2000 Abonnenten, da denken immer wieder, sind so viele inaktiv oder was. Aber es gibt dann einfach Leute, die haben mich nur abonniert, um mich abonniert zu haben und sind dann auch aktiv auf Twitch oder so. Das kann ich natürlich verstehen. Das ist einfach so. Ich hatte darüber schon mal so einen kleinen Vortrag gehalten, sage ich jetzt mal. Aber ja, mich stört es grundsätzlich echt nicht. So, okay. Bei Blau lebt nur noch einer. Und bei uns ist dann, wie gesagt, jemand geleftet. Was uns sehr schade ist. So, wir nehmen auf jeden Fall die hier mit. Und das Schwert hier. Sehr gut. Da muss man mal gucken. Kisten müsste es eigentlich auch geben. Achso, da kann man direkt Kits kaufen. Das ist geil. Das gibt es jetzt zum Beispiel nur auf Craft Games. Also ich kenne keinen anderen Server, der das auch hat. Moment, ich suche eigentlich Kisten. Sonstiges hier wird es wahrscheinlich sein. Genau. Hier hat es eine Kiste. Ich platziere die mal direkt hier hin. Dann lege ich auch das hier schon mal rein. Und eine Spitzhacke könnte man auch gebrauchen. Je nachdem, wie das Bett eingebaut ist. So, es geht auf jeden Fall mal in Ordnung. Essen nehme ich jetzt ausnahmsweise mal keines mit. So, okay. Jetzt räumt mein Mund aber richtig auf. Mal gucken, wie es aussieht. So. Da ist auf jeden Fall jemand in der Mitte. Von Team Grün, sehe ich gerade. Da ist gerade auch jemand von Team Grün. Und den schmeiße ich jetzt direkt mal runter. Oder würde ich gerne. Okay, ja gut, nehmen nicht. Dann gehe ich einmal rüber. Fuck, jetzt habe ich doch kein Essen mehr. Okay, ich hätte Essen mitnehmen sollen. Verdammt. Moment mal. Kommt da irgendjemand? Ich sehe niemanden kommen aktuell. Ah ne, ich hatte den Bogen. Ja, ich kann direkt runterspringen. Ich springe jetzt absichtlich runter. Der hat mich eh getroffen mit dem Bogen am Ende. GG Noob. Fuck. Ich hätte Essen mitnehmen müssen. Essen mitnehmen müssen einfach nur. Gut, ja gut. Das Team Blau ist komplett tot und der Rest lebt noch fast komplett. Schade, gut. Ich kriege jetzt auch das Schwert hier mit. Okay, es ist aber ein Level 2 Schwert. Das heißt, ich hole mir jetzt doch noch Rüstung, weil es ja sonst schon ein bisschen Verschwendung. Ich weiß nicht, wo mein Teammate ist, aber ich muss schon auch bis ans Team agieren mit ihm. Sonst wird das kacke wirken am Ende. Na gut, nehmen wir uns auch ein paar Blöcke mit. So viele ungefähr und dann vielleicht noch eine Spitzhacke. Gut. Sehr gut. So, nehmen wir das auf die 1 und dann let's go. Okay, was auch immer der macht, hat er eigentlich irgendwas geschrieben? Aber nichts geschrieben, ne? Nee, hat nichts geschrieben. Na gut, dann würde ich sagen, bin ich wohl wieder auf mich allein gestellt oder wir ans Team aufeinander gestellt. Oh, und Team Rot hat nur noch 2 Mitglieder. Alles klar. Ich weiß nicht, warum es so viele, also es immer wieder so viele Leute gibt, die Runden leften oder einfach Minecraft abstürzt oder sowas halt. Also, das kann halt auch vorkommen. Ich glaube, ich laufe gerade zu Team Blau. Ist das richtig? Es ist nicht Team Blau. Das ist Team Grün, ne? Ja. Oh, er hat mich bemerkt. Verdammt! Ja, aber! Ja, okay! Okay! Ja! Ist halt gar keine Hex, sorry. Nee. Also, Moment mal, was hat er? Er könnte das Level 3 Schwert gehabt haben. Moment mal. Wie viel wird das Level 3 Schwert dann Schaden machen? Okay, das hat Schaden ist 3. Na gut, doch, das erklärt eigentlich. Doch, es ist schon möglich. Verdammt. Mein Teammate ist immer noch da, das ist gut. Das ist auf jeden Fall nice. Und ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach so. Ich laufe jetzt einfach doch mal da nach hinten. Ich hätte eigentlich das Bett direkt abbauen sollen. Wenn ich das Bett direkt abgebaut hätte, dann. Oh, das ist mein Teammate, verdammt. Ich dachte schon, ich müsste etwas öfters Optifine benutzen. Ich muss vielleicht hier was bringen. Gut. Aber, auf jeden Fall ist bisher wirklich nur Team Blau ausgeschaltet und sonst gar nichts. Sonst echt gar nichts. Und eigentlich lohnt es sich auch gar nicht, zu Team Grün zu gehen. Weil wir sind eh immer noch zu dritt. Da könnte ich gerade mein Teammate auf gerade zu Blau rüber da. Das ist ganz okay. Dann gehe ich hier mal zu Rot rüber. Na, das müsste Team Rot sein, richtig. So, dann kommt auf jeden Fall schon mal einer. Ich laufe mal hier rüber. Der darf mir gerne nachkommen, wenn er will. So, kommt er. Ich sneak jetzt einfach mal. So, Moment mal. Er ist runtergefahren anscheinend. Und ich weiß nicht, ob man meinen Bruder im Hintergrund hört oder so. Der ist gerade ein bisschen rumschreien. Fand sie auf jeden Fall sorry. So, was macht er jetzt? Hat er mich gesehen?
hat er nicht. Okay, gut. Dann müsste er theoretisch nur noch einer. Oh ne, jetzt sind beide in der Mitte, glaube ich. Ich glaube, es sind beide in der Mitte. Oh, und das Bett ist nicht eingebaut. Nein, ich habe kein Essen mehr. Ernsthaft? Ich habe kein Essen mehr. Please, los. Ah, das hat gut getan. Ja, töt mich, los. Bringt ja eh nichts mehr, der Bett ist weg. Alles Mann, und schon wieder hat fast das Essen zugeschlagen. Kann es ja nicht sein, dass man auf Gomme weniger schnell Essen verbraucht, wie hier auf Craft Games. Ich weiß den genauen Unterschied, ehrlich gesagt nicht. Aber das ist schon wieder mein Team, ich denke immer, es sei jemand anders. Ich denke echt jedes Mal, es sei jemand anders, der jetzt kommt und unser Bett abbauen will. So, ich nehme jetzt auch mal ein paar Blöcke mit. So, oh, der hat mir 3 Gold gegeben. Wenn er das Rimbo gemacht damit? Ja, wahrscheinlich schon. Okay, gut. Da muss ich aber doch nochmal das Silber holen schnell. Ich leg den Bogen jetzt in die Kiste. Oh, und jemand hat das Team von Rot gelüftet. Okay, das heißt Team Rot ist alleine. Aber Grün ist halt immer noch zu dritt. Na gut, ich würde sagen, sie hat eine spannende Endphase auf jeden Fall. Werden wir dann gleich sehen. Hat er 15 Silber wieder. Geil, so ist das. Ja Mann, und die meine Nase ist hier verstopft. Ah, nein. Na gut, ich war ja letzte Woche etwas erkältet. Aber ich hatte zum Glück vorproduzierte Videos. Also, ja. Ist ja nicht, langsam ist alles wieder gut bei mir. Hat man im Stream vielleicht auch bemerkt. Aber na gut. So, und jetzt zurück. Zack, zack, zack. Und ich habe mir auch echt mal überlegt, ob ich vielleicht mal einfach... Nee, sag jetzt nicht. ich weiß nicht, dass... Nee. Das interessiert mich nicht. Gut, also. Ich brauche noch einen Pfeil halt, wie gesagt. Das ist das Problem im Moment. Das ist das Problem. Aber wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall Level 3 schwer gleich mal. Und dazu ebenfalls noch eine Level 3 Brustplatte. Oh, und überhaupt der Rüstung. Ja, Rüstung. Multi, wo ist seine Rüstung? Ah, mein Teammate kommt wieder. Sehr gut. Ne, es ist nicht mein... Fuck! Genau jetzt wieder. Genau jetzt. Und unser Bett... Fuck, der hat's einfach erwischt. Nein, warum? Shit. Und mein Teammate fängt da gerade runter. Shit, nein. Alter Mann, ich stehe so am Shop, denke, das sei mein Teammate, aber nein, so ist es nicht. Nein. Ah Mann, das musste so kommen. Es war von den Illuminaten so gewohnt. So gewollt. Nein. Egal, so, Mut, jetzt hör auf rumzulabern. Du bist so ein scheiß Kim-Multi. Jetzt mal ernsthaft. Benimm dich. Okay. Ja, alles klar. Sorry, Mama. Tut mir leid. So, da hinten kommt direkt einer. Deshalb gehe ich auch direkt wieder zurück. Damit ich ihn vielleicht töten kann, wenn er dann kommt. Der Rally Aris töten lässt. Ist er jetzt selbst runtergesprungen? Achso, nee, der hat jemand von Team Rot runtergeschlagen. So, okay. Der muss auf jeden Fall töten jetzt. Ja, okay, sie kommen jetzt zu zweit und zu dritt und bla. Aber ich jag sie raus aus meiner Base. Aus meiner Base, es gibt ja nichts zu holen. Nur zu töten. So, okay, der ist weg. Level 3 Shirt ist ja nicht doch OP. Ich meine, Sharpness 2 von einem Goldschirt, warum nicht? Oh, und jemand hat Team Grün geleftet. Lol, das war derjenige, den ich getötet habe. Der bestimmt geragequittet. Der hat bestimmt gedacht, Mutti hat ihn getötet. Mutti hat mich getötet, jetzt, das verzeih ich nicht. Jetzt ragequitt ich, ich bin da so kacke, nur weil Mutti mich getötet hat. Oh mein Gott. Aber, okay, gut, jetzt kommen sie aber zu zweit leider. Und es ist auch geil, man bekommt ja hier anscheinend die Items von den anderen. Andere eine Angel? Euer Ernst? Man kann eine Angel kaufen in diesem Bed Wars? Ja gut, sie kommen zu zweit, haben eh gewonnen. Ja, egal. GG. Da haben sie wohl gewonnen. Und schreiben nicht mal GG, die Scheißlappen? Arrogante Scheißlappen! Na gut. Das war's nun. Gut, das war auf jeden Fall eine ziemlich amüsante Runde Bed Wars auf craftgames.eu. Hat mir ziemlich Spaß gemacht auf jeden Fall. Da könnte man, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ob es noch weitere Bed Wars Server gibt, auf denen ich bei Bed Wars spielen sollte. Oder allgemein, wie es euch auf craftgames gefallen hat. Ich kann mal kurz gucken jetzt. So, ja, Gomme ist voll. Schade. Aber wird bestimmt auch wieder Gomme Bed Wars geben. Deshalb würde ich sagen, Leute, haut rein, lasst auf jeden Fall ein Like da für die Runde und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Tschüssi, bye bye.